Ja, ich bin Marcel von der Eurowings und bei Eurowings kümmere ich mich um alle Nachhaltigkeitsthemen. Und eines der wichtigsten Themen ist natürlich dabei den Schutz der Umwelt. Und dazu haben wir heute die Möglichkeit, hier rauszufahren in den Königsforst und 6000 Bäume zu pflanzen. Als ein Zeichen der Eurowings, dass wir uns um die Umwelt und vor allem um die lokale Umwelt auch kümmern, weil wir eben unweit vom Flughafen sind. Wir hatten in den Folgejahren 2018, 2019, 2020 extreme Wetterbedingungen. Das hat den Borkenkäfer, ein gemeines Schadinsekt, sehr stark begünstigt. Und der hat hier großflächige Bestände kahl gefressen, die wir mit klimastabilen Baumarten wie der Eiche wieder aufgeforstet haben. Neben dem Pflanzen von Bäumen heute hier müssen wir natürlich, um unsere Ziele zu erreichen, weitere Maßnahmen anstoßen, um CO2 massiv zu reduzieren. Dabei geht es darum, dass wir den A320neo allen Flotten als effizienteres Flugzeug, dass wir mit dem Kunden zusammen in Klimaschutzprojekte investieren, dadurch, dass er mit einem Klick das CO2 seines Fluges kompensiert und vor allem eben auch nachhaltige Treibstoffe mehr und mehr in die Flugzeuge bekommen. Uns ist es besonders wichtig, dass der Wald besuchbar ist, damit sich jeder auch selbst überzeugen kann, was ist hier passiert, wie sieht es hier aus. Es dürfen sogar Fotos gemacht werden, also die Transparenz ist uns ganz wichtig. Und als ganz besonderen Effekt, dadurch, dass es so nah am Köln-Bonn-Flughafen ist, kann man sogar aus dem Flugzeug die Bäume sehen. In dem Schatten dieser Bäume sitzen erst unsere Kinder. Das heißt, wir denken an Generationen. Und das wünsche ich mir generell von der Gesellschaft, dass mehr auch an die kommenden Generationen gedacht wird. Und da freut es mich jetzt besonders, dass Eurowings und der Köln-Bonn-Flughafen das zeigen, einfach mal den ersten Schritt machen und diese Zukunft, diesen Glauben an die Zukunft damit beweisen.